Was dein Ohrläppchen über deine Zukunft verrät? Ganz viel. Dieses kleine Areal zeigt, wie du in Sachen Sicherheit unterwegs bist. Und diese Ausrichtung kann deine Zukunft entscheidend bestimmen. Wie das genau geht, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. In meiner jahrzehntelangen Arbeit als physiognomische Berufsberaterin habe ich erfahren dürfen, welch eine große Bedeutung dieses kleine Areal in Sachen Zukunftsausrichtung, berufliche Ausrichtung und so weiter hat. Und deswegen ist mir dieses Video so wichtig. Ich gehe jetzt mit dir mal tiefer rein in diesen Zusammenhang. Schauen wir uns erstmal an, wie unterschiedlich Ohrläppchen überhaupt sein können und aussehen können. Das fällt dir im Normalfall gar nicht so auf, weil erst wenn du Face Reading oder Physiognomik lernst, merkst du, wie unterschiedlich wir in diesen einzelnen Gesichtsarealen beschaffen sind und wie individuell wir deswegen auch in unseren Talenten und Begabungen und Charakterzügen sind. Denn wenn wir so normal schauen, gucken wir nicht so differenziert. Und ein Ohrläppchen kann so viele unterschiedliche Formen und Ausprägungen haben. Und hier einmal die wichtigsten aus meinem Lehrbuch Einstieg in die Psychophysiognomik, wie eben so ein Ohrläppchen beschaffen sein kann. Also als erstes haben wir füllige, weiche Ohrläppchen oder wir haben etwas schmalere, dünnere, angewachsene Ohrläppchen oder hängende Ohrläppchen und so weiter. Und all diese Formen haben eine konkrete Bedeutung und Aussage. Und was das Oberthema ist, habe ich eben schon genannt. Und hier in meinem Kartenset liebevolles Selbstmanagement ist natürlich auch eine Karte zum Thema Ohrläppchen. Und die zeige ich dir jetzt auch mal ganz kurz. Und da kriegst du schon eine Ahnung, wofür auch dieses Ohrläppchen steht. Es steht für Sicherheit. Sicherheitsbedürfnis ist im Ohrläppchen sichtbar und zeigt sich hier. Und natürlich hat dieses Thema etwas mit unserer Zukunftsausrichtung zu tun. Ich nehme dich jetzt mal wirklich mit in meine Arbeit als Berufsberaterin mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Wenn wir uns an einer Schwelle befinden in unserem Leben, wo wir uns überlegen, wo geht's lang, wo geht's hin, welche Zukunft wünsche ich mir, welche Zukunft steht mir bevor, welche Entscheidungen treffe ich, um meine Zukunft so oder so oder so auszugestalten? Und da ist das Thema berufliche Orientierung natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und wenn gerade etwas en vogue ist, zum Beispiel wie Freiheit, Abenteuer, Work and Travel bei jungen Leuten, die Welt sehen, erstmal nach dem Abitur oder nach der Schule, ja, einfach mal gucken, was so los ist und ja, einfach mal offen sein, dann gibt es Ohrläppchen, die da nicht mitgehen können. Das Ohr steht in der Psychophysiognomik für unsere seelischen Bedürfnisse und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen, was uns unsere Ohren zeigen über uns. Unsere tiefen Schichten, unsere ja, seelischen Anlagen sind da sichtbar und wenn wir die übergehen, dann geht es uns nicht gut. Und ein Ohrläppchen, was die Ausprägung hat, Sicherheit ist wichtig, materielle Sicherheit ist wichtig. Das haben wir hier an diesem Geldsäckchen gesehen auf der Zeichnung meines Kartensets. Ich blende es hier nochmal ein. Materielle Sicherheit ist wichtig. Das seelische Bedürfnis eines Ohrläppchens, welches füllig und groß und dominant ist und eben weich und fleischig ist, ich brauche Sicherheit. Und ich brauche materielle Sicherheit und ich möchte dafür sorgen, dass ich materiell gesettelt und abgesichert bin. Und da ist das Thema Freiheit und ist doch egal und auch mit wenig Geld erstmal meine Freiheit genießen, nicht das Bedürfnis dieses Ohrläppchens. Und wenn alle in der Abi-Klasse oder auch ja, um einen rum an diesem Strang ziehen oder dieses Bedürfnis haben oder auch sich dahingezogen fühlen, und eine Handvoll eben nicht, dann ist das oftmals mit dem Gefühl verbunden, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ja, warum zieht es mich denn nicht auch raus in die weite Welt? Warum will ich denn keinen internationalen Job? Warum will ich denn nicht das, was uns jetzt hier an Globalisierung geboten wird, nutzen?
weil ich andere Bedürfnisse habe. Jeder ist richtig so, wie er ist. Und ein fleischiges, volles Ohrläppchen hat andere Bedürfnisse. Es ist ein Zeichen von Ruheenergie, von Erdung, auch eher an einem Ort bleiben könnend oder eben auch vor allem materielle Sicherheit auch gewährleisten. Und wenn wir uns aufmachen in die große, weite Welt, dann spielt Geld erstmal nicht so eine große Rolle oder Sicherheit, sondern wir wollen Abenteuer, wir wollen Neues. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, was ist in unserem Gesicht, in unseren Anlagen, schauen, wie bin ich eigentlich und uns dann danach in die Zukunft ausrichten und nicht uns an anderen orientieren oder an Moden, an Trends, weil dann, ja, verleugnen wir uns selbst und dann ist das, was wir für unsere Zukunft uns vorstellen und vornehmen, nicht das, was uns glücklich macht und was zu uns passt. Ein fleischiges, fülliges Ohrläppchen möchte gesättelt sein und materielle Sicherheit haben und dafür sorgen. Und da gehört manchmal im ersten Teil der beruflichen Orientierung, vor allem wenn man jung ist, erstmal dazu, dass man Geld verdient, dass man sich so ein Polster schafft, um dann vielleicht auf dieser Basis wieder lockerer und freiheitlicher zu denken. Aber wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es nicht das Bedürfnis und auch nicht richtig, jetzt nach der großen Freiheit sich sehnen zu müssen oder zu wollen, nur weil es andere tun. Und das ist mir immer eine große Herzensangelegenheit, durch das Face-Reading Menschen mit sich, ihrem Potenzial, ihren Bedürfnissen zu verbinden und sie davor zu bewahren, dass sie sich vergleichen, dass sie das tun, was andere tun oder ja, sich eben nicht auf ihre Individualität zu besinnen. Und bei diesen Ohrarealen ist es doppelt wichtig. Ich habe es schon gesagt, das seelische Bedürfnis, unsere tiefen Schichten sind da sichtbar. Und wenn Sicherheit und materielle Sicherheit ein seelisches Bedürfnis sind, dann möchten wir dafür sorgen. Dann möchten wir das tun, weil das erfüllt uns. Und das hat nichts mit Luxus oder eben mit irgendeiner Gesinnung zu tun, die vielleicht nicht nachhaltig ist oder was auch immer. Wir sehen das wieder an anderen Merkmalen, wie wir unterwegs sind von unserem Mindset, unserer sozialen Ausrichtung. Aber das Ohr sagt, erstmal Butter bei den Fische. Und das ist doch toll. Und wir sind so unterschiedlich, weil die Welt diese Unterschiede braucht. Und weil es richtig ist, weil wir alle so richtig gemeint sind, wie wir eben sind. Und ein fülliges und hängendes Ohrläppchen möchte bedächtig und auch besonnen reagieren und möchte erstmal etwas ansammeln, was sich in diesem Säckchen ja anhäuft. Und wenn das der Fall ist, da ist dann auch ein Päckchen angesammelt, dann kann es auch spontaner agieren oder eben auch etwas tun, was auf dieser Basis vielleicht auch ein bisschen lockerer daherkommt oder freiheitlicher, wie auch immer. Und was mir auch wichtig ist, das Ohrläppchen ist ein Areal, ein wichtiges. Aber wir bestehen aus 200 Merkmalen, die man alleine im Gesicht und Kopf erkennen kann. Und am Körper in der Psychophysiognomik sehen wir auch noch Ausrichtungen, Talente, Begabungen. Die Hände zum Beispiel zeigen unsere Handlungsweisen. Ach, wir haben so viele wunderbare Dinge, die wir interpretieren können, um uns besser zu verstehen, unser Gegenüber besser zu verstehen, unsere Mitmenschen besser zu verstehen und so ein friedvolleres, liebevolleres und wertschätzenderes Miteinander zu leben, dass es ja, mir immer ein großes Bedürfnis ist, ja, dafür auch zu werben, sich dieses Wissen zu holen, für ein erfüllteres und glücklicheres Leben und auch eine Zukunftsausrichtung, die wirklich erfüllt, weil sie deine ist und nicht die von jemand anderem. Und deswegen schau dir deine Ohrläppchen an und richte dich danach. Und wenn du mehr wissen willst, dann schau dir noch mehr an dir an. Abonniere den Kanal. Mein Name ist Anita Hornlink und mit dem Motto und Logo Vertrau dich bin ich seit ja, vielen Jahrzehnten unterwegs und interessiere mich für Menschen
und diese Zusammenhänge zwischen innen und außen. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren. Komm in eins der nächsten Webinare, Veranstaltungen, die ich anbiete und rund um dieses Video verlinke. Schau dich um, ob du mein Lehrbuch haben möchtest oder mein Kartenset. Oder in dem Video da oben noch mehr über das Ohr erfahren möchtest. Versuche herauszufinden, was dein Einstieg sein könnte. Ich freue mich auf jeden Fall, ja, wenn dich dieses Wissen anspricht und wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte auch mehr über mich und mein Umfeld wissen, um eben auch potenter und erfolgreicher und vor allem erfüllter im Leben zu stehen. Das Ohrläppchen ist ein Anfang und ich bin dankbar, dass ich die Physiognomik in meinem Leben habe und damit so viele Menschen beraten konnte. Und jetzt ist mein Wunsch, ganz vielen diese Methode beizubringen, damit sie damit arbeiten können. Andere Menschen fördern, beraten, coachen, eben auch passgenauer und individueller auf Bedürfnisse zu achten, in allen Bereichen des beruflichen Kontextes. Und ja, es macht mir eine Riesenfreude und sei du auch dabei. Und bis wir uns sehen, wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und nicht vergessen, vertrau dich.